Ich möchte ein Spiel spielen. Wart! Ich will auch ein Spiel spielen. Hier. Simora. Auf der PS Vita. Habe ich jetzt Bock drauf. Du beantwortest 14 Fragen richtig und du bist frei. Tust du dies nicht, musst du dein Leben lang einen Eimer auf dem Kopf tragen. Alter, du hast sie doch nicht mehr alle. Ich kann doch jetzt nicht mein ganzes Leben lang mit meinem Eimer auf dem Kopf rumrennen. Oder doch? Okay, ich beantworte die 14 Fragen dann, wenn es sein muss. Hier kommt deine erste Frage. Spielst du lieber am PC oder an der Konsole? Also, ich spiele furchtbar gerne am PC und ich spiele furchtbar gerne auf der Xbox und auf der PlayStation und auf der Wii U, auf allen möglichen Konsolen. Ich spiele überhaupt super gerne Spiele auf allen möglichen Plattformen. Ja, natürlich spiele ich gerne Spiele und egal wo, ich spiele sie gerne. Das ist keine gültige Antwort. Entscheide dich. Naja, gut. Wenn ich mich unbedingt entscheiden muss, dann würde ich sagen, PC. Nee, Konsole. PC, Konsole, PC, Konsole, PC, Konsole. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich wähle Konsole. Da du ja etwas schwer vom Begriff zu sein scheinst, bekommst du die Fragen jetzt auch schriftlich. Spielst du lieber Battlefield oder Call of Duty? Oh Mann, schon wieder so eine beschissene Frage, ey, muss ich mich doch unbedingt entscheiden jetzt? Mein Spiel, meine Regeln. Okay, ich hab's verstanden. In Ordnung. Also, Battlefield. Ich hab Battlefield 3 gezockt wie blöde. Ich hab Battlefield 4 gezockt wie blöde. Ich freue mich wahnsinnig auf Battlefield Hardline. Und ich liebe COD Advanced Warfare. Okay, wollen wir es mal einfach so sagen, ja? Also ich habe bestimmt 600, 700 Spielstunden bei Battlefield und so ungefähr 100 bei COD Advanced Warfare und ein paar 50, 60 bei Black Ops 2. Und ja, gut, okay, ich würde sagen, in dem Fall geht's relativ eindeutig aus für Battlefield. Ja. Und wenn ihr Bock habt, mit mir zusammen Battlefield zu zocken, ich hab demnächst einen eigenen Server. Ja, ab 19. März werde ich posten auf Facebook, auf Google Plus, auf Twitter, auf Instagram, auf den ganzen sozialen Scheißdrecks-Plattformen. Und dürft ihr gerne mit mir zusammen auf dem Server zocken, ja? Vielleicht sogar auch mit auf den Teamspeak, ja? Weil einen Teamspeak-Server habe ich auch. So, so viel dazu. Was findest du besser? Ein Headset-Mikrofon oder ein Großmembran-Mikrofon? Naja, also ich benutze ja hier ein Headset-Mikrofon, ja. Das ist Teil des Beyerdynamic 300 MMX oder so ähnlich, wie das Ding da heißt. Dieses Ding hier auf meinem Schädel, ja. So. Das benutze ich eigentlich für sämtliche Videos, die ich mache, im Augenblick zumindest. Hab aber vor, mir ein Großmembran-Mikrofon zu kaufen. Ja, in der engeren Auswahl stehen zurzeit ein Razer Siren oder ein Rode Podcaster-Mikrofon. Ja, dann wird der Sound wesentlich besser und der Kanal wird wesentlich besser. Die Klicks werden explodieren. Ich bin mir ziemlich sicher. Kein Gelaber, deine Antwort. Gut, okay. Großmembran-Mikrofon. Ganz kurze, knappe Antwort. Glaube ich, ist besser. Bist du vergeben oder noch Single? Das ist aber mal eine ziemlich persönliche Frage. Also, ich bin Single. Ja, Single. Ich stehe nicht so sehr auf Beziehungen. Irgendwie habe ich ein paar Mal gehabt in meinem Leben. War nett, aber irgendwann auch zu Ende. Und dann tut das irgendwie furchtbar weh im Herzeleiden. Das ist blöd. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Nö. Nö, ich bin forever alone. Forever alone, ich bin forever alone. Für immer ein Single auf dieser Welt, ich bin forever alone. Forever alone. Oh mein Gott, das reicht jetzt aber. Ich hab dir den Ton abgedreht. Das kann sich doch kein Mensch anhören. Hör auf zu singen. Hör einfach auf zu singen.
Spielst du lieber Poker oder Blackjack? Kartenspiele, Poker oder Blackjack? Was ist ein Blackjack? Blackjack ist, glaube ich, 17 und 4, oder? Also 21 Punkte zusammenbekommen, damit man gewinnt. Nö, langweilig. Also, wenn überhaupt, dann Strip-Poker. Auf jeden Fall Strip-Poker. Mit einer süßen kleinen Maus, die fast nichts anhat und mit gezinkten Karten. Nur so, und zwar nur so. Also, eindeutige Antwort auf eine eindeutige Frage. Poker oder Blackjack? Strip-Poker. Lieber schlafen oder lieber zocken? Was? Zocken. Auf jeden Fall zocken. Nix da schlafen. Geschlafen wird, wenn man tot ist. Was ist besser, Twitch oder Hitbox? Lass mich mal überlegen. Das ist eine schwierige Frage. Twitch oder Hitbox? Rauchen ist verboten. Du wirst jetzt bestraft. Ja, und wie meinst du das jetzt? Na super, so sehe ich überhaupt nichts mehr. Hallo? Hallo? Hallo Welt? Oh mein Gott. Also gut, Twitch oder Hitbox. Ich habe beides ausprobiert, tatsächlich. Twitch hat mir eine zu lange Zeitverzögerung einfach. Ja. Also das ist saublöd irgendwie. Also wenn ich Kommentare lese oder so, dann sind das Kommentare auf Spielsituationen von vor 15 Sekunden. Bei Hitbox ist das wesentlich besser. Ja, auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall Hitbox. Hitbox ist super, super gut. Ich liebe Hitbox. Yay! Oh, verdammt. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Verdammte Scheiße, ich sehe überhaupt nix. Wo schmeckt es besser? In McDonald's oder im Burger King? Egal, weil Hauptsache gut, das wie mir im Saarland ne? Mit vollem Mund spricht man nicht. Du wirst jetzt geheimat. Nein. Mach das nicht. Das ist voll unfair. Jetzt habe ich so einen Scheißeimer hier auf dem Schädel. Hilfe. Ich beantworte auch ganz brav die Frage, aber dann bitte mach den Eimer weg. Bitte mach den Scheißeimer weg. Okay, nee, es ist nicht egal. Ich geb's dir zu. Also Burger King ist, glaube ich, auf jeden Fall besser, weil die machen das bessere Fleisch und die fetteren Burger. Und das ist so geil. Ja, macht mir Spaß beim Futtern, ne? Ja, so ist das. So, und jetzt bitte, bitte, mach diesen Scheiß Eimer weg. Danke. Okay, es sei dir verziehen. Der Eimer kommt weg, aber keine Faxen mehr bei der nächsten Frage. Sonst Facebook oder WhatsApp. Ich hab's nicht geraucht. Nein, ich schwöre es. Ich schwöre es bei meiner Mama im Himmel. Ich hab nicht geraucht, ehrlich nicht. Das ist Nebel. Hier, Nebel, Nebel, Nebel. Der kommt von draußen. Der kommt von draußen hier reingezogen und irgendwie vernebelt hier die Bude. Sowas. Jetzt ist er weg. wie war die Frage? Facebook oder WhatsApp? Ja, also ich habe gar kein Smartphone. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich echt nicht. Ich bin so ein alter Mann, ich komme mit dem Zeug nicht klar. Das ist ein moderner technischer Scheißdreck. Also habe ich weder Facebook noch habe ich WhatsApp. Nee, doch, ich habe Facebook. Ich habe Facebook auf meinem Desktop-Computer. Deswegen die Antwort auf diese eindeutige Frage ist: Ich hasse Facebook. Aber ich benutze es trotzdem eigentlich, weil ich halt Kontakte habe zu meinen lieben Buddies hier, zum Spiellobby, zum Loggi, zum Mr. Benny Five, zu allen geilen Menschen auf diesem YouTube-Planeten. Yeah, deswegen halt Facebook, okay? Ja, Facebook ist besser als WhatsApp. So ist es.
Überleg dir jetzt ganz genau, was du sagst. YouTube oder TV? Warum soll ich mir da jetzt ganz genau überlegen, was ich sage? Ja, stimmt. Ich bin ja hier auf YouTube. Also auf jeden Fall YouTube. YouTube, gar keine Frage. TV, wer braucht schon TV? TV braucht keine Sau. Das ist Scheißdreck hier, da läuft ja nur Scheißdreck, läuft da in dem Scheißdrecks-TV. Ne? Ja, läuft nix. Läuft überhaupt nix im TV. Alles Mist. Mist, richtiger Schrott. YouTube! Welches Smartphone ist besser? Samsung oder iPhone? Ich hab's ja eben schon mal erwähnt. Ich hab gar kein Smartphone. iPhone oder Samsung oder Samsung oder iPhone. Ist mir doch scheißegal. Interessiert mich nicht die Bohne. Ich will eine eindeutige Antwort auf die Frage. Leere dein Bier auf Ex und antworte dann. Ich soll was machen? Oh, Alter. Es ist 13.16 Uhr. Ich kann doch jetzt nicht... Nee, komm, bevor der Eimer kommt. Nee, den Eimer trage ich nicht. Prost, allerseits. Ich hasse Apple. Samsung. Bestes Handy ever. Trinkst du lieber ein Sixpack oder lieber ein Fass Bier? Endlich mal eine Frage nach meinem Geschmack. Lieber ein Sixpack oder ein Fassbier? Lass mich mal kurz überlegen. Also, ein Sixpack besteht aus 6 mal 0,33 Litern. Das sind 2 Liter Bier. Ein Fass hat mindestens 5 Liter. Oder 10. Oder 20. Oder 50 Liter Bier. Der totale Wahnsinn. Also, ich für meinen Teil, ich trinke am allerliebsten natürlich dann Fässer. Ne? Fässerbier, alles rein da. Ja, so ist das. Huch. In der Regel, aber meistens Dosenbier, ne? Prost. Wenn das Video noch lang dauert, ne, bin ich sturzbesoffen am Schluss. Himmel, Herrgott, sag Zement. Hunde oder Katzen? Hunde oder Katzen? Ja, was sind Hunde oder Katzen? Ja, was? Ja, okay, schon klar. Also, was finde ich besser, Hunde oder Katzen? Lass mich mal überlegen. Ich habe hier eine Muschi zwischen meinen Beinen, hier unten. Eine Katze. Ja, die ist hier unten. Wollt ihr mal sehen? Warte. Guck mal, da ist die miese Katze. Das ist meine Peter miese Katze. Ich hab sie so lieb. So, habt ihr mal die Peter gesehen? Ja? Ganz goldige Maus, ja. Jetzt läuft sie weg. Ja, ich habe mein Leben lang schon immer Katzen gehabt, aber ich liebe auch Hunde, ja. Ich habe schon jede Menge Hunde kennengelernt, ja, von Freunden und so. Und ich liebe auch Hunde, ohne Witz. Also ich, das sind alles ganz, ganz liebe Tiere, ja. Wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss, ja, muss ich ja, weil ich habe keinen Bock auf das Ding hier. Hier, da, scheiße, der droht mir, wenn ich keine Antwort liefere. Katzen. Zufrieden? Ja, alles gut? Katzen. Ich sagte Katzen. Eindeutige Antwort. Katzen. Nicht Kotzen, sondern Katzen. Hm? Du hast es fast geschafft. Nur noch eine einzige Frage. Was findest du besser? Deutschen oder englischen Rap? Was ist das für eine Frage? Deutscher oder englischer Rap? Interessiert mich ein Scheißdreck? Blöder Rap. Ich bin kein Rapper. Nein, ich bin kein Rapper. Ich rappe nix. Hier.
Ich bin Metaller, ey. Hier, Heavy Metal, Roots the World. Ey, 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 ey. So ist es. Nicht anders. Der Eimer. Der Eimer. Deutscher Rap. Im Zweifelsfall. Ja? Auf jeden Fall. Deutscher Rap. Muss ich das noch mit einem Beispiel belegen, ja? Okay. Fantastische Vier, finde ich ganz gut. Die da, 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 oder die da. Scheiß Rap. Zum Kotzen ist das doch. Ich mag halt Metal, ey. Was soll ich machen? Hab euch lieb. Verdammt. Du hast das Spiel gewonnen. Aber das ist noch nicht das Ende. Du musst jetzt weitere Spiele aussuchen. Tagge YouTuber deines Vertrauens, die ebenfalls ein solches Video machen müssen. Ich bin jetzt weg. Mach's gut. Gewonnen. Ole. Gewonnen. Ole, ole. Haha, geil. So, ich hab's überstanden, meine lieben Freunde. Das war das Tag-Video von Dugus Ballabude. Ich wurde übrigens getaggt von dem lieben Storm. Nee, gar nicht. Von Cassius. Cassius, das ist so ein komischer Affe, der das Tag-Video für den Storm gemacht hat. Ja, er hat Angestellte, die das für ihn erledigen. Ja, so ist das im hohen Norden. Da kann man sowas bringen, ja. So, aber meine Aufgabe ist jetzt tatsächlich, ich muss noch andere Leute taggen. Mache ich jetzt hier. Warte mal. Ich muss in meine Abo-Box gucken, wen ich genau jetzt tagge. Also, ich tagge auf jeden Fall den Frank von Frank's World. So, mein Freund, du darfst jetzt auch mal ein Tag-Video machen, ja? Die 14 Fragen stehen unten in der Videobeschreibung. Einfach kopieren und dann weißt du, welche Fragen du zu beantworten hast. Haha, gilt auch für alle anderen. So, wen noch? BUBLP. Meine nette Zuckerschnute. Von dir würde ich auch sau gern dies oder das Tag-Video sehen. Also wenn du Bock hast, irgendwie mach so ein Ding. Auf jeden Fall, wäre super geil. So, wen haben wir noch? Den Goody. Den Goody kennt vielleicht keiner von euch. Ich weiß es nicht irgendwie. Ich kenne ihn auch nur, ich habe ihn nur abonniert, ja. Ich werde ihn auch nochmal persönlich anschreiben irgendwo und hoffe, dass er auch so ein dies oder das Tag-Video macht. Fände ich ganz lustig irgendwie. Also Goody, mach mal sowas. Wen haben wir noch? Beverly Croft. Ich weiß, du hast gerade keine Aufnahmegeräte irgendwie. Aber sobald du wieder in der Lage bist, Videos zu machen, bitteschön. Mach ein Tag-Video. Würde mich freuen. So, wen haben wir noch hier, den ich gerne ein bisschen ärgern würde? Nee, es ist nicht ärgern. Es ist nur ein Spaß. Es ist nur ein Spaß. Das sind so viele. Ach, du lieber Himmel, so viele Menschen, Kinder. Ach, den Mario Tator würde ich gerne taggen. Geht aber nicht. Weil, macht er ja nicht mehr, ne? YouTube. Das heißt, er hat einen neuen Kanal irgendwie, keine Ahnung, was er da treibt. Nicht so richtig, also irgendwas mit bemalten Warhammer-Figuren. Muss man mal schauen, was dabei rauskommt. Wer ist noch da? Der ist geil. Der ist geil. Der kommt noch rein. Auf jeden Fall. Lieblings-Noob Konrad. Ich weiß nicht, ob du schon ein Tag-Video gemacht hast. Aber wenn doch, dann scheiß drauf. Mach noch eins, bitte. So. Meine lieben Freunde, das war's mit dem Tag-Video hier auf Dugus Ballabude. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich habe jede Menge Spaß gehabt und jede Menge Arbeit mit diesem scheiß Video. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann demnächst mal hier auf meinem Kanal, ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Bei irgendeinem Let's Play, bei einem Vlog, bei einem, keine Ahnung, irgendwas Video. Ich mache ja immer so das, worauf ich gerade Bock habe. Ja? Und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. So, genug bla 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 bla. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende oder einen schönen Tag oder wie auch immer. Ja? Bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.